Heute zeige ich euch, wie ihr einen coolen karierten Mantel mit Blasebalgtaschen und seitlichen Eingriffstaschen näht. Das Schnittmuster oder DIY-Set findet ihr unten bei uns in der Beschreibung. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana und heute soll es um den Olivia Coat oder Nelly Coat, den ich auch gerade schon anhabe, gehen. Man fertigt ihn am besten aus einem Mantelflausch oder einem Balgloden und es ist super einfach. Ich zeig's euch jetzt. Wenn ihr euch für die Variante, die man näht, entschieden habt, ja, es gibt auch eine andere, die kann man einfach sticken mit der Hand. Schaut mal hier in dieses Video. Dann ist es ganz gut, wenn ihr schon mal vorher vielleicht eine Nähmaschine probiert habt und so ein bisschen treffsicher seid. Denn gerade so, was die Blasebalgtaschen angeht, wäre das auf jeden Fall ganz gut. Und dann wird das Ergebnis einfach noch so ein bisschen schöner, als wenn ihr bei diesem Projekt hier komplett Einsteiger seid. Was ihr auf jeden Fall braucht, ist das Schnittmuster und das findet ihr über den Link hier unten in unserer Beschreibung. Ladet es euch einfach direkt runter oder lasst es euch in Papierform zu euch nach Hause schicken. Wenn euch die Materialien gefallen, die ich hier auch in diesem Video zum Beispiel nutze, also wie zum Beispiel dieser karierte Mantelflausch oder die Knöpfe und ihr alles möchtet, was dazu gehört, ohne euch irgendwie Sorgen zu machen, dass ihr nicht das Richtige findet, dann bestellt doch das ganze DIY-Set. Es kommt einfach problemlos zu euch nach Hause geschickt und darin ist alles, was ihr braucht, in der richtigen Menge und in super guter Qualität. Ja, und bevor es jetzt losgeht, liked und kommentiert doch bitte dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer neuen DIY-Kollektion mehr verpassen. Und ja, jetzt kann es wirklich losgehen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Was wir brauchen. Als erstes natürlich unser Schnittmuster, unseren Oberstoff, hier Mantelflausch mit kariertem Muster, recyceltes Nähgarn von Gütermann, jede Menge Knöpfe. Und das Stoffetikett zum Annähen. Ja, fangen wir mal an. Und zwar als erstes mit der Vorbereitung des Stoffs. Wir können jetzt unseren Mantelflausch einmal bei 30 Grad im Schonwaschgang waschen und trocknen oder ihn einmal heiß mit Dampf abbügeln. Denn er soll, wenn er einläuft, es jetzt tun, bevor wir ihn gleich zuschneiden. Dafür legen wir uns den Stoff einmal gerade vor uns hin und achten darauf, dass er so liegt wie auf unserem Schnittbild abgebildet. Also guckt bitte einmal in euer E-Book oder Booklet nach eurer Größe und legt den Stoff jetzt so vor euch hin, wie es da steht. Ich habe hier beispielsweise jetzt den Stoff im Bruch gelegt, auf der linken Seite. Rechts ist meine Webkante. Und als nächstes muss ich einmal darauf achten, dass meine Streifen immer auf beiden Lagen auf einer Höhe liegen. Dazu nehme ich mir ein paar Stecknadeln und werde jetzt beide Lagen, bevor ich meine Schnittteile auflege, einmal aufeinander fixieren, während die Streifen richtig aufeinander gelegt sind. Ich mache das hier also einmal vor, gehe hier zum Beispiel an der einen Stelle, an der ich mich gut orientieren kann, weil da zwei Linien aufeinandertreffen von dem Karo, durch beide Lagen, habe jetzt von unten kontrolliert, ob ich auch genau an der Stelle einsteche von der Höhe und mache das Ganze dann ein paar Stellen. Dabei ist nicht wichtig, dass jetzt die vertikalen Streifen auch auf beiden Lagen aufeinandertreffen, sondern die horizontalen Linien. Ich arbeite mich jetzt also hier den Stoff ein bisschen entlang, stecke hier und da immer ein paar Stecknadeln, sodass ich das Gefühl habe, jetzt liegen die Lagen überall gut aufeinander. Und das Ganze natürlich ist nur wichtig, wenn ihr einen Stoff mit Muster und besonders mit Streifen habt oder Karo. Ansonsten, wenn ihr einfarbig arbeitet, ist das natürlich nicht zu beachten. Da reicht es, wenn ihr die Webkanten einfach schön aufeinander legt. Gut, wenn das getan ist, dann können wir unsere Schnittteile dazu nehmen und so auf den Stoff auflegen, wie es bei unserem Schnittbild zu sehen ist. Das unterscheidet sich auch bei den verschiedenen Größen. Ich mache das jetzt hier für meine Größe, die ich ausgewählt habe, lege das auf und achte immer darauf, dass mein Fadenlaufpfeil immer genau parallel zu meiner Webkante liegt. Wenn ihr einen Stoff wie diesen hier mit dem Muster habt, mit Streifen oder der kariert ist, dann könnt ihr euch auch daran orientieren. Ansonsten bitte immer einmal vom Fadenlaufpfeil zur Webkante messen auf verschiedenen Höhen des Fadenlaufs und die Strecken sollten überall gleich sein, denn dann wisst ihr, euer Teil liegt genau richtig auf und im Fadenlauf. Und dann könnt ihr anfangen, eure Schnittteile auf den Stoff zu stecken mit ein paar Stecknadeln. Dabei ist es wichtig, dass wenn ihr dann die unterschiedlichen Schnittteile gleich auflegt, diese auf der gleichen Höhe anfangen. Besonders im Vorder- und Rückteil ist das natürlich wichtig, denn da sollen die horizontalen Streifen natürlich gerne vom Vorder- ins Rückteil durchlaufen. Und das erreichen wir dann so, indem die beiden Teile unten auf der gleichen Höhe bei dem gleichen Streifen anfangen.
Ihr würdet euch dann also gleich ausmessen, hier bei meinem Beispiel, wie viel von dem beigen Streifen zu sehen ist. Und das andere, also Vorder- oder Rückteil, das jetzt ja weiter oben auf den Stoff aufgelegt wird, genauso viel beigen Streifen unten hat, wie jetzt das Vorder- oder Rückteil, was ihr unten liegen habt. Dann könnt ihr euch als nächstes eure Schere dazu holen und alle Schnittteile einmal entlang der Kante ausschneiden, denn die Nahtzugaben sind bereits im Schnittmuster enthalten. Das heißt, ihr könnt euch hier ganz einfach immer an der Schnittkante eures Papierschnitts orientieren und einmal alles möglichst sauber ausschneiden. Achtet darauf, dass die Schnittteile, die bei euch im Bruch liegen sollen, das erkennt ihr ja auch auf dem Schnittbild, dass die auch wirklich im Bruch liegen. Das heißt, wie bei mir hier gerade der Kragen, der lag direkt an meiner umgefalteten Kante und wird deswegen direkt spiegelgleich zugeschnitten. Dann können wir einmal unsere Nähmaschine vorbereiten und unser Garn als Oberfaden und Unterfaden einsetzen. Wer dazu noch Hilfe braucht, guckt bitte einmal unser Grundlagentutorial, da ist alles genau erklärt. Wir beginnen damit, unseren zugeschnittenen Stoff zu versäubern. Das könnt ihr natürlich auch mit einer Overlock machen, wenn ihr eine habt. Aber ansonsten gerne mit einem Zickzackstich in einer Stichbreite von 4,0 und einer Stichlänge von 1,6. Das sollte dann ungefähr so aussehen. Und ich mache es euch einmal vor, wie es geht. Damit unser Stoff nicht ausfranst, müssen wir ihn also versäubern. Legen einmal unsere Kante, mit der wir starten wollen, hier an, unter meinem Nähfuß, fangen dann an zu nähen. Und zwar so, dass immer, wenn die Nadel rechts einsticht von unserem Zickzackstich, sie gerade noch so in den Stoff einsticht. Ich kann dann zum Beispiel an der Ecke meine Nadel stecken lassen, den Nähfuß heben, mein Nähgut in die richtige Richtung wieder wenden und weitermachen, so wie hier auch wieder. Auch Rundungen kann ich ganz einfach machen. Immer das Nähgut weiterführen, so dass ihr die Kante knapp noch trefft, denn das verhindert dann, dass unser Stoff später ausfranst. Und da wir ja den Mantel ohne ein Futter zu haben nähen, ist es ganz wichtig. Hier seht ihr, jetzt können nämlich nur noch bedingt hier kleine Fädchen abgezogen werden und danach nicht mehr. Und so solltet ihr jetzt einmal bitte alle eure Schnittteile vorbereiten und versäubern ringsherum. Dann beginnen wir mit der Verarbeitung der Blasebalgtaschen und das wird auf jeden Fall das Schwierigste, würde ich sagen, und langwierigste von diesem Projekt. Aber ich finde, es macht auch total Spaß. Wir beginnen mit den zwei unteren Ecken und zwar falten wir dann einmal unsere untere Kante auf unsere seitliche Kante und messen dann einmal ab im 90-Grad-Winkel unsere 4 cm Taschentiefe. Stecken uns da eine Stecknadel und machen das gleiche auch noch bei der unteren anderen Ecke. Also legen wieder den Saum sozusagen der Tasche, die untere Kante, auf die linke Kante genau. Messen dann hier auch einmal im 90-Grad-Winkel von der seitlichen Kante rüber und stecken uns auch da wieder eine Nadel, sodass das Ganze dann vorbereitet so aussieht. Und wenn man es dann später umdrehen würde, erahnt man hier schon das Volumen, was entsteht. Und diese zwei kleinen Strecken werden wir jetzt als erstes einmal nähen. Dazu stellen wir jetzt einen ganz normalen Geradstich ein, einen Doppelsteppstich in einer Stichlänge von 2,5. Legen dann also genau hier unsere Tasche unter die Nähmaschine, wo wir die Stecknadel gesteckt haben, entfernen die noch eben, verriegeln am Anfang und am Ende und nähen hier in einem 90-Grad-Winkel einmal diese kleine Naht rüber. Alles klar, das machen wir bei beiden Seiten. Und können dann unsere Nahtzugabe hier in der Ecke einmal kurz schneiden. Also nur diesen kleinen Zipfel einmal abschneiden auf beiden Seiten. Denn dann haben wir eine schönere Ecke, wenn wir sie gleich umdrehen, mit nicht so viel Stoff darin. So, ich habe sie also jetzt so auf einen halben Zentimeter Nahtzugabe gekürzt. Und kann dann einmal hier mit meinem Finger in die Ecke gehen und beide Ecken einmal nach außen wenden. So sollte unsere Tasche jetzt also aussehen. Als nächstes fertigen wir hier die obere Kante und werden die einmal nach innen umbügeln. Und zwar um 3 cm Nahtzugabe. Da gehen wir einmal mit dem Bügeleisen drüber. Könnt euch auch wieder hier an eurem Muster, wenn ihr eins habt, orientieren und gucken, dass es alles auch sehr gerade wird. So, dann stecken wir uns einmal diese kleine Strecke fest und werden die im nächsten Schritt dann einmal wieder mit der Nähmaschine absteppen. Und zwar knappkantig hier neben unserer umgefalteten Kante von unserem Stoff, der bei mir hier versäubert ist mit der Overlock.
Alles klar. Wie gerade gesagt, lege ich hier mein Nähgut so an, dass die umgeschlagene Seite oben liegt. Ich sie also jetzt sehen kann und werde hier einmal gerade rüber nähen. Und zwar hier knapp neben meiner Kante von meinem Stoff. Einmal bis zum Ende und ich verriegel auch am Anfang und am Ende. Und mache das gleiche natürlich wieder bei beiden Taschen. Dann haben wir es also schon so weit. Und weiter geht's. Als nächstes werden wir hier unsere seitlichen Kanten sowie die untere Kante einmal umschlagen nach innen. Ein paar Stecknadeln stecken. Das ist jetzt also wieder hier um 4 cm umgeschlagen. Auch unten, da stecke ich mir auch ein paar Stecknadeln. Genauso wie auf der rechten Seite jetzt von mir aus. Und an all diesen Seiten, die ich jetzt umgesteckt habe, möchten wir gleich einmal ganz knappkantig am Bruch entlang steppen, um unserer Tasche an diesen Positionen so ein bisschen Steifigkeit zu verleihen, damit auch das Volumen von der Blasebalgtasche dann später erreicht wird. So geht das. Ich fange jetzt hier einfach an einer Ecke an und nähe immer eine Strecke nach der anderen und verriegel dann auch immer und setze einmal zwischendurch neu an. Beginne hier also nach einer Ecke und nähe jetzt knapp neben meinem Umbruch hier von der inneren Seite der Tasche bis hoch zu meiner umgeschlagenen Kante, die oben ist bei meiner Tasche. Also an dieser Seite befinde ich mich jetzt gerade. Da kann ich also bis ganz oben ran nähen. Würde dann hier einmal neu anfangen zu nähen und zwar eine der nächsten Seiten. Achte auch wieder hier darauf, dass mein Muster schön gerade liegt und auch schön parallel zu meiner abgesteppten Kante. Hier nähe ich jetzt bis zur Ecke, verriegel dann da und mache noch die letzte Seite. Da fange ich wieder ganz oben an bei meiner zuvor umgenähten Seite und nähe jetzt in Richtung einer Ecke. Ich zeige euch gleich nochmal, wie das Ganze dann wirklich aussieht. Dann könnt ihr euch das noch ein bisschen besser vorstellen. Passe auch hier wieder auf bei der Ecke, dass ich nur bis dahin nähe, nicht darüber hinaus. So, und wenn ich da auch wieder verriegelt habe, dann sollte das Ganze so aussehen. Also ihr habt jetzt knappkantig von dieser umgeschlagenen Kante gesteppt, sodass sich das Ganze jetzt so ein bisschen dreidimensional absetzt. Genau so soll das sein. Und habt jede Strecke einzeln genäht. Gut, dann sind die Taschen schon mal soweit fertig zum Aufsetzen, aber jetzt bereiten wir erstmal unsere vordere Kante vor. Und zwar schlagen wir sie einmal um die 5 cm. Legt also diese kleine Kante jetzt rechts auf rechts. Und wir nähen jetzt aber nur hier 2 cm ab von der vorderen Kante. Ich zeige euch das gleich nochmal. Also ihr näht jetzt quasi nur dieses kleine Stückchen bis zu der Stecknadel, die ich da jetzt gerade gesteckt habe. Den Rest brauchen wir noch später für den Kragen. Ich fange jetzt also hier an bei meinem Umbruch. Meine kurze Seite liegt ja rechts auf rechts auf meiner schönen Seite vom Mantel. Nähe nur bis zur Nadel und vernähe da auch schon wieder, sodass das Ganze jetzt so aussieht. Schaut mal. Ich habe also von der umgefalteten Kante nur diese kleine Naht genäht. Die nehme ich mir jetzt einmal und werde hier diese kleine Strecke einmal umdrehen. Ich greife also mit meinem Zeigefinger hier einmal von oben so ein bisschen zwischen die Nahtzugaben und stülpe mir das Ganze nach außen, sodass das jetzt so aussieht. Und damit sich die Nahtzugaben gleich schön legen können und wir die gut verarbeiten können, müssen wir jetzt einmal unsere Schere dazu nehmen und einmal schräg bis zu unserem Punkt, an dem wir geendet haben, unsere beiden Lagen einschneiden. Das ist ganz wichtig, aber schräg ist wichtig, denn so kann es nicht ausfransen. Also einmal schräg einschneiden, dann wieder umdrehen und dann legt sich das beides so bei den Lagen und die brauchen wir dann gleich, um den Kragen hier anzunähen. Guckt einmal, dass das bei euch auch so aussieht, bei beiden Seiten. Dann nehmen wir uns das Ganze mit zum Bügelbrett und Bügeleisen und werden jetzt unsere vordere Kante komplett einmal entlang diese 5 cm nach innen umschlagen, also zur linken Seite. Und einmal da scharf drüber bügeln. Guckt auch wieder hier, dass die Streifen schön fortlaufen, dann wisst ihr, ihr habt es gerade umgeschlagen. Überall 5 cm. Und
Und wenn ihr die 5 cm dann umgebügelt habt, dann könnt ihr anschließend davon einen Zentimeter wieder nach unten umklappen und wieder umbügeln. Und dann immer mit ein paar Stecknadeln feststecken, denn das möchten wir gleich absteppen. Also 5 cm umschlagen, dann 1 cm umschlagen, rüberbügeln und einmal feststecken. Ich mache das also bis ganz nach unten hin und werde jetzt einmal von hier ganz oben nach ganz unten nähen und oben und unten verriegeln. Die Naht werde ich jetzt wieder knapp neben meiner 1 cm umgeschlagenen Stoffkante ansetzen und einmal möglichst gerade nach unten runternähen, denn diese Naht sieht man natürlich später auf der rechten Seite auch noch. Heißt, die solltet ihr jetzt probieren, möglichst gerade und ordentlich zu fertigen. Kommen dann hier oben an. Wichtig ist, dass die Nahtzugaben dann ja hier schön glatt und offen liegen, die wir da ja gerade schräg abgeschnitten haben, sodass die auch schön außen jetzt hier zu sehen sind. Wenn ihr das bei beiden Seiten gemacht habt und die Knopfleisten schon vorbereitet habt für später, dann könnt ihr einmal eure Schnittteile wieder dazu holen, denn wir markieren uns als nächstes unsere Taschenposition. Dafür legen wir unser Schnittteil vom Vorderteil einmal auf unser zugeschnittenes Teil. Und zwar so, dass wir uns oben links hier an der Ecke orientieren, denn die vordere Mitte, vordere Kante haben wir ja schon bearbeitet. Und dann markieren wir uns einmal hier mit einer Stecknadel, indem wir von oben nach unten durchstechen, durch das Papier und den Stoff. Und dann eine zweite Stecknadel genau dort einstechen, wo die Nadel rauskommt, unter dem Papier. Die Position, und zwar hier die rechte obere. Denn es reicht hier an der Stelle eine Position, weil wir uns ab jetzt lieber noch an dem Muster orientieren als nach dem Schnitt. Wir wollen ja, dass alles gerade aussieht und nicht nur rechnerisch irgendwie richtig ist und krumm aussieht, sondern es soll ja gut aussehen am Ende. Deswegen machen wir das jetzt so. Nehmen uns also unsere erste Tasche dazu und klappen 1 cm von unserer versäuberten Kante um. Und legen dann die obere Ecke einmal oben rechts an unseren markierten Punkt an, stecken die Tasche da schon einmal fest auf unserem Vorderteil und legen dann einmal parallel zu unserem karierten Linienverlauf hier unsere weitere Strecke an, schneiden dafür einmal so ein ganz kleines Stückchen hier in unsere Naht ein, die wir zuvor gefertigt haben, einfach so, dass wir 1 cm umklappen können. So, dann klappen wir als erstes die eine Seite um und gucken also hier die ganze Zeit, dass wir den gleichen Abstand hier auf dem khakifarbenen Bereich beispielsweise bei mir haben. Stecken dann die nächsten Stecknadeln bis hin zur Ecke. Dabei ist noch zu beachten, dass wir hier unsere Tasche und den Stoff darunter weder irgendwie sehr ziehen noch super locker eine Lage darauf legen. Beide Lagen sollen einfach glatt aufeinander legen und keine Falten machen, denn das ist ganz wichtig, wenn wir es gleich aufnähen, einfach beide Schichten schön glatt aufeinander legen. Ja, dann machen wir das gleiche mit der unteren Kante, auch da schlagen wir wieder 1 cm Nahtzugabe nach innen um und stecken die Strecke dann einmal fest bis zur nächsten Ecke, orientieren uns auch hier wieder an unserem Muster, schneiden dann hier wieder so 1 cm die Naht, die wir gefertigt haben, auf, einfach so, dass wir da wieder auch die Nahtzugaben sowohl von dem unteren Teil als auch dem seitlichen Teil problemlos umklappen können. Und stecken uns dann noch die restliche Seite hier einmal fest hoch nach oben bis zu der umgeschlagenen Kante. Hier sollte man dann auch immer darauf achten, dass die obere Kante von unserer Tasche, die wir abgesteppt haben, genau auf einer Höhe dann auch abschließt mit der, die wir jetzt auf dem unteren Stoff befestigen. Ja, und dann nähen wir einmal hier im U entlang, jede Seite einzeln für sich. Ich beginne hier an der oberen Kante, die wir zuvor ja um mehrere Zentimeter umgeschlagen haben. Und steppe jetzt auch hier wieder einmal schmal neben meiner umgeschlagenen 1 cm Kante. Verriege ganz am Anfang und nähe dann möglichst gerade einmal zu meiner ersten Ecke, wo ich dann wieder verriegeln werde.
Dann mache ich genau das gleiche mit der nächsten Kante, hier also unten von Ecke zu Ecke, verriegel am Anfang und am Ende und gucke, dass ich nur diese Lagen erwische. Und dann folgt das Ganze noch einmal bei der letzten dritten Seite, bevor wir das Ganze natürlich auch nochmal für das andere Vorderteil mit der anderen aufgesetzten Blasebike-Tasche machen. Aber so ist es dann einmal komplett gezeigt. Und anschließend machen wir dann gleich mit der Klappe weiter, denn wir wollen ja nicht einfach so oben in die Tasche reingucken können, sondern die auch mit einer Klappe verschließen. Bevor wir die dann aber fertigen, können wir noch einmal unsere Tasche hier, so wie wir sie aufgesetzt haben, noch einmal beenden und einen Bruch in alle Seiten bügeln. Dafür legen wir einmal immer die obere Lage sozusagen der Tasche genau auf die aufgesetzte Stelle. Machen einmal schön alles gerade und bügeln dann einmal darüber, sodass jetzt in jeder Seite also einmal eine kleine Falte eingebügelt wird. So ist es genau richtig. Dann wollen wir hier die Tasche noch mit so zwei kleinen kurzen Nähten einmal festmachen, sodass sie erst unten aufspringt und nehmen das Ganze einmal noch mit zur Nähmaschine. So, wir legen das Ganze jetzt einmal so an, dass wir einmal oben bei der offenen Seite der Tasche anfangen und dann bis zu der Naht nähen, die wir zuvor gemacht haben. Und dafür platziere ich mir einmal meinen Nähfuß nach unten und ihr müsst mal gucken, ob eure Maschine jetzt einfach rüber nähen kann. Dann würde ich vorschlagen, ihr näht einmal komplett einfach bis zu der Naht und verriegelt oben und unten. Wenn nicht, dann zeige ich euch einmal, guckt mal, ihr könnt das ganz einfach mit dem Handrad machen. Dann so ein bisschen mit den Fingern links euer Nähgut immer so ein bisschen nach vorne bewegen. Denn die Stelle ist natürlich jetzt gerade mit so einem Mantelflausch ziemlich dick. Aber so könntet ihr das dann auch machen. Danach einmal einstellen, dass ihr mit dem Handrad jetzt rückwärts näht. Nicht einfach nach hinten drehen, denn dann löst sich die Naht wieder, sondern einmal richtig einstellen, dass ihr rückwärts näht. Und verriegelt einmal bis nach oben. Dann können wir einmal unsere Klappen vorbereiten. Wir legen beide Teile von einer Klappe, ihr habt davon ja vier Stück, also zwei davon aufeinander, rechts auf rechts, und stecken jetzt einmal zwei kurze Seiten und eine lange Seite zusammen und werden die dann gleich U-förmig einmal abnähen. Die eine lange Seite hier oben bleibt jetzt erstmal offen, denn die brauchen wir gleich, um die Klappe zu wenden. Fangen hier also bei der einen Seite an und verriegeln auch. Nähen dann weiter bis zur Ecke, lassen dort unsere Nadel stecken, heben einmal unseren Fuß, drehen unsere Klappe in die nächste Richtung, senken den Fuß und nähen weiter bis zur nächsten Ecke, machen das dann noch einmal genauso. Also die Nadel bleibt genau in der Ecke mit einem Zentimeter Nahtzugabe stecken, dann heben wir den Nähfuß, drehen das Ganze, senken ihn wieder, nähen weiter und verriegeln einmal. Faden abschneiden, Nadel heben, Nähfuß heben, weiter geht's. Und zwar werden wir jetzt einmal diese Ecken hier abschneiden schräg. Zack. Und so, wie wir es zuvor auch schon mal gemacht haben. Und dann drehen wir einmal unsere Klappe um. Beide Ecken holen wir einmal heraus. So, da könnt ihr euch gerne ein Hilfsmittel dazu nehmen. Wie zum Beispiel eine Schere, wenn ihr damit vorsichtig genug seid, denn ihr möchtet die Ecken nicht kaputt machen und verletzen. Nur ein wenig helfen, das rauszuziehen, die Ecke, dass die möglichst spitz wird. Und dann könnt ihr einmal von der rechten Seite über die ganzen Kanten bügeln und gucken, dass kein Stoff in den Nähten verschluckt wird. Dann steppen wir die Klappetasche einmal ab. Aber erst nach 2 cm, die wir noch offen lassen, denn den Spielraum brauchen wir gleich noch, um die restlichen Kanten nach innen einzuschlagen. Ihr lasst jetzt also von der offenen Kante noch 2 cm Platz. So, und dann steppen wir also einmal alle drei Seiten, die wir jetzt auch zuvor genäht haben, mit 1 cm Nahtzugabe ab. Fertigt die Ecken wie zuvor auch. Guckt, dass hier kein Stoff versteckt ist in der Naht. Und dann verriegeln wir auch hier wieder und lassen die 2 cm Platz. Dann legen wir unser Vorderteil einmal vor uns hin, nehmen uns noch unsere Klappe dazu. So. Schlagen jetzt hier
1 cm auf beiden Seiten nach innen um. Und platziert die Klappe auch wiederum 1 cm über eurem Tascheneingriff. Steckt dann ein paar Stecknadeln und befestigt einmal die ganze Klappe mit dem eingeschlagenen Zentimeter oben, oberhalb von eurer bisher aufgesetzten Blasebalgtasche. Dann nehmen wir einmal von links nach rechts einmal gerade rüber von oben abgesteppt. Diese Naht könnt ihr jetzt füßchenbreit entfernt von der umgeschlagenen 1 cm Kante fertigen, am Anfang und am Ende verriegeln und ansonsten einmal nur gerade hier lang nähen. Damit wäre die Tasche dann einmal fertig, bis auf Knopf und Knopfloch folgt dann ganz am Ende. Und jetzt widmen wir uns erstmal der hinteren Mitte. Ihr habt ja zwei Rückteile, die legt ihr einmal rechts aufeinander. Und die rückwärtige Mitte möchten wir als nächstes einmal schließen. Dabei kommt es vor allem darauf an, dass die Streifen, die ihr ja schon so gut und gleichmäßig zugeschnitten habt, weil ihr das Ganze im Bruch zugeschnitten habt, dass die fortlaufen von Teil zu Teil. Deswegen stecken wir uns Quernadeln genau in den Positionen immer, wo sich ein Streifen befindet oder bei einem dicken Streifen den Anfang und das Ende von dem Streifen und werden jetzt so einmal alle Streifen aufeinander fixieren. Denn dann können wir uns sicher sein beim Nähen, wenn wir die Stecknadeln auch gleich stecken lassen dabei, dass die Streifen auch danach genau aufeinandertreffen. Also gebt euch hier beim Stecken ruhig ein bisschen Mühe. Steckt immer genau, zum Beispiel hier, in den Rand von meinem pinken Streifen und das bei beiden Lagen und arbeitet euch von Streifen zu Streifen einmal vor. Übrigens tragt euch auch super gerne für unseren Newsletter ein oder folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Kanal, denn da gibt es täglich coole Updates, Styling-Tipps, Gewinnspiele, ihr werdet informiert über die neuen Launches, exklusive Rabatte und so viel mehr, also es lohnt sich auf jeden Fall. Dann nähen wir einmal hier von ganz oben vom Halsloch bis runter zum Saum, in einem Abstand von 1 cm. Wie schon gesagt, könnt ihr die Nadeln, die ihr jetzt quer gesteckt habt, einfach stecken lassen und darüber nähen. Im Abstand von 1 cm zur Kante, oben und unten verriegeln und die Stecknadeln erst anschließend einmal rausziehen, denn so habt ihr dann am besten das Ergebnis, dass die Streifen einfach fortlaufen. Die Naht bügeln wir dann und zwar einmal erst von der linken Seite über die gerade gefertigte Naht. Anschließend legen wir dann die Nahtzugaben einmal auseinander und bügeln da einmal drüber. Ich habe mein Bügeleisen hier auf so einer Stufe 2,5 stehen und benutze auch gerne wieder ein bisschen Dampf. Und dann können wir im nächsten Schritt einmal, wenn ihr möchtet, die Nahtzugaben von der rechten Seite feststeppen, rechts und links von der gerade gefertigten Naht. Ich mache das jetzt, weil ich finde, dass sich das Ganze dann schön gerade und glatt legt. Und zwar mache ich das mit einer Füßchenbreite Abstand jeweils von der Naht und nähe jetzt von der rechten Seite. Gut, die erste Seite ist vollbracht, dann mache ich das Ganze noch mit der anderen Seite. Und natürlich probiere ich es ja auch wieder möglichst gerade. Unser Mantel hat ja nicht nur Blasebalgtaschen, sondern auch noch seitliche Eingriffstaschen. Und die brauchen wir jetzt einmal als nächstes, unsere Taschenbeutel. Die platzieren wir einmal genau in den Knipsen, die dafür vorgesehen sind. Also die kleinen Querzeichen auf eurem Schnittmuster könnt ihr euch einmal übertragen. Und dann werden wir hier einmal die kurze Strecke, die gerade Strecke von unserem Beutel, genau hier zwischen einmal festnähen, stecken uns das einmal fest und werden jetzt bei unserem Rückteil und unserem Vorderteil jeweils auf beiden Seiten alle Beutel einmal ansteppen. Dabei nähe ich vom Ende des Beutels genau, lasse da also nichts mehr frei, sondern fange am Ende an zu verriegeln und nähe auch bis zum nächsten Ende runter. Das Ganze mache ich in einem Abstand von 1 cm zur Kante und meine Teile liegen ja jetzt zur Erinnerung rechts auf rechts,
sodass wir dann den Beutel gleich umschlagen können. Dann bügeln wir einmal, und zwar unsere Nahtzugaben in Richtung unseres Taschenbeutels. Die zeigen also beide in die gleiche Richtung. Und dann bügeln wir einmal mit unserem Bügeleisen von der rechten Seite hier schön über die Kante, sodass auch hier wieder kein Stoff versteckt bleibt. Jetzt können wir als nächstes die Schulternähte schließen. Dafür lege ich einmal meinen Rückteil so vor mich hin, dass die rechte Seite oben liegt, und nehme mir meine beiden Vorderteile mit den angesteppten Taschenbeuteln dazu und lege sie jeweils rechts auf rechts auf meine Schulternähte von dem Rückteil. Die vorderen Kanten liegen dabei zueinander. Dann nehme ich mir ein paar Stecknadeln und stecke jetzt einmal die Strecke der Schultern aufeinander. Das mache ich bei beiden Seiten. Das werden dann noch meine nächsten Nähte im Abstand von 1 cm zur Kante auf beiden Seiten. Die Schultern bitte. Ich verriegel am Anfang und am Ende und ansonsten fertige ich einfach nur eine gerade Naht. Soweit, so gut. Die Nahtzugaben werden wir jetzt in Richtung des Vorderteils bügeln, also beide zusammen. Auch gerne mit etwas Dampf und dann bitte auf beiden Seiten. Dann bügele ich auch einmal von der rechten Seite darüber. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr dann jetzt auch einmal auf der Vorderteilseite füßchenbreit diese Nahtzugaben feststeppen. Ich habe das an dieser Stelle gelassen, aber ihr könnt es ganz für euch entscheiden. Anschließend würden wir dann auf jeden Fall unser großes Mantelteil, was jetzt schon verbunden ist, zu einem Großteil, so vor uns hinlegen, dass hier jetzt gerade links mein Rückteil liegt und rechts mein Vorderteil. Und ich nehme mir meinen Ärmel dazu, den ersten, und werde ihn jetzt rechts auf meine Knipse bzw. zwischen meine beiden Knipse legen und positionieren. Und dann einmal feststecken, also genau zwischen den Knips im Rückteil und im Vorderteil. Da ist eine kleine Quermarkierung. Genau da kommt der Ärmel dazwischen und wird einmal festgesteckt. Auf beiden Seiten bitte, also beide Ärmel. Dies sind dann die nächsten beiden geraden Strecken. Nichts leichter als das, würde ich sagen. Wir beginnen die Naht ganz am Anfang von unserem Ärmel. Im Abstand von 1 cm, also zur Kante rechts, nehmen die Stecknadeln nacheinander einmal raus, gucken, dass beide Strecken hier rechts miteinander abschließen und nähen dann einmal rüber, bis der Ärmel da vorbei ist. Die Nähte bügeln wir dann auch einmal um und die Nahtzugaben sollen dabei in unseren Ärmel zeigen, also jetzt bei mir hier nach oben. Und ich bügele einmal von der rechten Seite darüber und gucke natürlich auch hier wieder, dass alles schön glatt liegt und kein Stoff verschluckt bleibt. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr auch hier wieder von der rechten Seite drüber steppen, im Abstand von einer Füßchenbreite. Ich lasse es aber hier wieder sein und behalte es cleaner. Dann ist es an der Zeit, unsere Seitennaht und die Ärmelnaht in einem zu schließen. Dafür lege ich mir jetzt einmal das Vorder auf das Rückteil, rechts auf rechts, und auch die beiden Ärmelkanten, die offenen langen, ebenfalls aufeinander, sodass die Naht, die wir jetzt gerade genäht haben, sozusagen einmal genau in der Mitte umgeschlagen ist. Dann platziere ich mir also einmal alle offenen Kanten bzw. versäuberten Kanten, die aufeinander gehören, schön miteinander abschließend aufeinander. Also hier den Ärmelnaht fange ich dann an zu stecken, stecke dann bis zu meiner Naht hier unter dem Ärmel, die dann in die Seitennaht übergeht, gehe dann weiter über den Taschenbeutel bis hin zum Saum. Dabei achte ich auf der gesamten Strecke darauf, dass die Streifen, die zueinander gehören, auch wieder aufeinander liegen und stecke an den Stellen dann auch Quernadeln. Das ist besonders wichtig bei der Ärmelnaht und bei der Seitennaht. Weniger wichtig aber im Taschenbeutel, denn der liegt ja später eh innen. Hier bei der Tasche müsst ihr also nicht dieses kleine Stück zwischen den Beuteln zusammenstecken, sondern nur die äußeren Kanten des Beutels. Denn wir nähen jetzt einmal also von ganz oben rüber, hier runter, über den Beutel und dann bis zum Saum.
Damit wir auch die Tasche benutzen können, bleibt die Strecke dazwischen offen. Die gesamte Strecke nähen wir in einem Abstand von 1 cm zur Kante, also 1 cm Nahtzugabe. Verriegeln natürlich ganz am Anfang, nähen dann hier einmal eine kleine Ecke bei unserem Ärmelsaum, denn der Ärmel wird ja nach oben hin weiter, deswegen ist die Nahtzugabe unten wieder ausgestellt. Und ab da dann einfach mal weiter bis zu dieser einen Naht, die da schon auf uns zukommt, wo der Ärmel angesetzt ist. Da achten wir darauf, dass die Nahtzugaben beide auf beiden Seiten, also alle vier Lagen Nahtzugabe, hier zur Richtung des Ärmels gelegt sind. Falte ich mir also nochmal schön überall auseinander, so wie wir es gebügelt haben. Nähe dann, bis meine Nadel genau in der Naht steckt, die da ist. Könnt auch mit dem Handrad dann noch ein bisschen nachdrehen, wenn ihr es noch nicht ganz erwischt habt. Ich nehme dann hier die Nadel einmal raus. Hebe dann wieder meinen Nähfuß und mein in die nächste Richtung. Und so, senke ihn wieder und nähe dann weiter. Hab hier also wieder wie eine Art Ecke genäht. Bis ich dann also bei meiner Tasche ankomme. Die liegt hier jetzt schön nach außen gefaltet. Ich kann sie jetzt schon gut sehen. Und nähe dann 1 cm über den Anfang der Tasche hinaus. Und werde da auch wieder mit meiner Nadel stecken bleiben, genau in der Naht, die wir da genäht haben. Drehe mir das Ganze dann wieder weiter, indem ich den Nähfuß hebe, aber die Nadel stecken lasse. Nähe dann einmal diese Rundung entlang. Hier auch wieder die Nahtzugaben schön nach rechts legen, bleibt dann wieder in der Naht stecken und nähe bis zum Saum und verriegle. Genau das gleiche machen wir jetzt auch noch auf der anderen Seite. Die Nahtzugaben von dieser langen Naht bügeln wir dann einmal überall in Richtung des Vorderteils, also bei der Seitennaht und auch beim Ärmel. Guckt, dass ihr da sonst keine Falten reinbügelt und ansonsten hier alles schön glatt machen. Hier könnt ihr auch bei dem Tascheneingriff, der sich jetzt ganz automatisch ergeben hat, von den seitlichen Eingriffstaschen einmal schön scharf darüber bügeln. Genau, und dann einfach einmal alles schön abdampfen. Beim Ärmel könnt ihr natürlich auch gerne ein Ärmelholz als Unterstützung dazu nehmen, dann ist es leichter zu bügeln und ihr habt auch nochmal gesehen, wie schön unsere Streifen hier fortlaufen, wenn ihr die Quernadeln gut gesteckt habt. Und dann können wir schon mal den Saum fertigen. Den werden wir uns einmal überall um unsere 4 cm nach innen umschlagen, also zur linken Seite. Einmal über dem Saum bügeln, den kompletten Saum dann feststecken und immer bei den Nähten, die uns da in die Quere kommen, also zum Beispiel die Seitennähte und die hintere Mitte, die Nähte, genauso lassen, wie wir sie zuvor gebügelt haben. Das heißt, die Seitennähte zeigen immer in Richtung des Vorderteils und in der hinteren Mitte sind sie schön auseinander gebügelt. Genau, dann können wir das gleich absteppen. Wir werden jetzt also diese lange Strecke von einer vorderen Kante bis zur nächsten einmal von der linken Seite aus absteppen. Genauso bereiten wir auch unsere Ärmel vor. Die werden wir ebenfalls nach innen umschlagen. Und zwar ebenfalls um 4 cm. Können wir uns auch schön bügeln und feststecken. Und die Nahtzugaben, da können wir darauf achten, dass wir die auch zum Vorderteil legen, wie wir sie auch zuvor gebügelt haben. Genau, und dann nehmen wir nämlich beides, also beide Ärmelsäume und den langen Saum unten vom Vorder- und Rückteil einmal gleichzeitig mit zur Nähmaschine. Bei den Ärmelsäumen nähen wir einmal komplett im Kreis. Das Nähen hier ist auch überhaupt nicht schwierig. Ich beginne jetzt mit dem langen Saum, fange einfach an der einen Seite an, genau an der Kante, nähe jetzt so füßchenbreit entfernt von meiner Kante, die ich umgeschlagen habe, hier links, und dann nähe ich einmal komplett rüber. Gut, dann noch einmal den Ärmelsaum, den ersten, danach noch den zweiten. Ich beginne ihn zu nähen an der Naht, denn die Verriegelung bleibt dann am verborgensten, weil die Naht sich ja unter dem Arm sozusagen befindet, also sehr verdeckt ist. Da verriegel ich, nähe dann also los,
schiebe mir dann immer ein bisschen ein weiteres Stück von meinem Ärmel unter die Nähmaschine, lasse den Transporteur das aber alles weiter transportieren und nähe dann so lange, bis ich wieder da angekommen bin, wo ich angefangen habe zu nähen, und verriegel dann da auch nochmal. Dann ist es Zeit, den Kragen zu fertigen. Wir haben zwei Teile, die legen wir einmal rechts auf rechts, also die schönen weichen Seiten von unserem Mantelflausch liegen jetzt aufeinander. Und stecken dann einmal drei Seiten fest, und zwar die kurzen Seiten und die längere lange Seite. Wichtig ist an dieser Stelle, dass wir 1 Zentimeter offen lassen hier unten bei der kurzen Kante und erst dann losnähen und verriegeln. Denn die beiden einzelnen Lagen vom Kragen werden nacheinander angenäht und die können wir jetzt noch nicht zusammenfassen. Hier verarbeiten wir jetzt eine Ecke wie zuvor, lassen also die Nadel stecken, heben aber den Nähfuß, drehen unseren Kragen, nähen dann weiter in die nächste Richtung, nachdem wir den Nähfuß gesenkt haben. Und die nächste Ecke geht genauso. Ja, und dann nähen wir einmal bis zum 1 cm vor dem Ende und haben dann schon mal den Kragen soweit. Noch einmal zum Verständnis, so sieht das also aus. Ich habe 1 Zentimeter hier offen gelassen und könnte den hier also aufschlagen. Alles klar. Wie jetzt häufiger zuvor haben wir natürlich hier eine Ecke und müssen deshalb auch einmal die Nahtzugabe hier schräg abschneiden, bis ganz nah dran, aber bitte nicht bis in die Naht, sondern einfach nur die Nahtzugabe kürzen, schräg. So, das wäre getan. Und dann können wir den Kragen im nächsten Schritt einmal umdrehen. Ich gehe da wieder mit meinen Fingern rein und packe auch hier so ein bisschen zwischen die Nahtzugaben. Drehe mir den hier um. Benutze auch hier wieder ganz vorsichtig die Schere. Ihr könnt da auch sonst gerne einen Kreidebuntstift nehmen oder sowas in der Art. Bitte macht die Ecke nicht kaputt. Bügelt dann da einmal auch schön rüber und guckt, dass ihr hier wieder keinen Stoff verschluckt, sondern alles schön nach außen gedreht und gekrempelt ist. Ihr könnt dafür auch gerne hier zwischen die Nahtzugaben zuvor gehen, da wo ihr ganz gut drankommt, und die einmal erst von der linken Seite, also der unflauschigen, aufbügeln und dann von der rechten Seite nochmal drüber gehen. Dann legt sich das Ganze noch ein bisschen leichter. So sieht der Kragen dann aus. Er wird ohne Steg gefertigt und ist deswegen schon so gut wie fertig. Wir können ihn also annähen. Dazu legen wir uns unseren Mantel einmal vor uns hin, so dass das Vorderteil jetzt vor uns liegt. Und wir verarbeiten jetzt die obere offene Kante hier bei unserem Halsloch einmal ringsherum und nehmen uns also einmal den Kragen, den wir jetzt gerade vorbereitet haben, dazu. So, ihr könnt dann einmal gucken, welche Seite euch besser gefällt, falls ihr nicht genau das gleiche Muster zugeschnitten habt. Denn dann kann man eine Seite so annähen, dass sie besser gesehen wird als die andere. Und die Seite, die uns eben besser gefällt, liegt jetzt oben. Die klappen wir einmal weg und werden jetzt als erstes die untere Seite des Kragens genau hier an die Nahtzugaben nähen, die wir ganz am Anfang schräg dagelassen und eingeschnitten hatten. Und genau dort, wo diese Schräge jetzt endet, an der verarbeiteten vorderen Kante, dort legen wir jetzt den Kragen an. Das machen wir einmal bei der einen Seite und dann direkt im Anschluss schon mal bei der anderen, weil dann haben wir den Start- und Endpunkt von unserer Kragenverarbeitung schon hier einmal festgelegt. Die Nahtzugabe von unserem Kragen ist dabei hier mit eingeschlagen und wird dabei einfach mit festgesteckt. Als nächstes können wir dann einmal unsere hintere Mitte zusammenstecken. Da findet ihr auch einen Knips und bei dem Rückteil ja auch die Naht. Die gehört dann einmal genau aufeinander. Und die restliche Strecke könnt ihr dann auch einmal aufteilen. Das passt genau. Und alles komplett aufeinander stecken. Aber bitte nur die eine Seite vom Kragen. Die andere verarbeiten wir dann später. Legt die Nahtzugaben dabei wieder, wie wir sie zuvor vorbereitet und gebügelt haben. Das heißt, die von der Schulter werden zum Vorderteil gelegt. Die rückwärtige Mitte ist ja auseinandergebügelt. Und dann nähen wir einmal von der vorderen Kante bis zur nächsten vorderen Kante. Wenn ich mir den Mantel dann unter der Nähmaschine positioniere, dann gucke ich hier auch, dass die Nahtzugabe von meinem Kragen wieder eingeschlagen ist.
und ich wirklich nur auf den Lagen nähe und sie zusammennähe, die ich gerade zusammengesteckt habe, also dass uns da nichts anderes dazwischen kommt. Und ansonsten bitte einfach einmal komplett drüber nähen mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter. Hier am Ende gucke ich auch wieder, dass ich alle Lagen erwische. Also auch hier die Nahtzugaben, die hier rausgucken, wieder komplett bis zum Ende mit einnähe. Und dann ist der Kragen schon mal an der einen Seite angebracht. Dann ist es auch Zeit, den Kragen einmal zu bügeln. Und zwar die Nahtzugaben in Richtung des Kragens, also hier nach oben. Und einmal komplett hier über die neu gefertigte Naht zu gehen. Ich bügel hier übrigens nur mit der Spitze von meinem Bügeleisen, damit ich auch hier nur die Naht erwische und keine unnötigen Falten in den Mantel bügel. Um den Kragen dann noch fertig zu machen, müssen wir natürlich auch noch die Innenseite verarbeiten. Dafür schlagen wir hier einmal 1 cm Nahtzugabe nach innen um und stecken uns die einmal komplett fest, und zwar mit Quernadeln, denn wir werden gleich anschließend von der rechten Seite darüber nähen. Und hier ist es wichtig, dass die umgeschlagene Kante hier die Naht, die wir gerade zuvor genäht haben, komplett verdeckt, also darüber hinaus ragt, denn nur so werden wir den Stoff auf dieser Seite erwischen, wenn wir von der anderen Seite gleich nähen werden. Es muss und darf auch gar nicht viel sein, nur so 2 mm würde ich sagen. Das reicht in jedem Fall. Und dann könnt ihr das einmal komplett so vorbereiten und ich zeige euch gleich, wie es unter der Nähmaschine funktioniert. Wir nähen jetzt also von der rechten Seite einmal hier im Schatten der Naht. Das ist die Rückseite der Naht, auf der man die Nahtzugabe nicht sieht. Genau dort setze ich jetzt auch an, wenn ich losnähe. Also von der rechten Seite, genau da, wo der Kragen beginnt. Neben diesem kleinen Vorsprung von unserer Knopfleiste. Senke da schon mal den Nähfuß und positioniere jetzt die Nadel genau in diesem Schatten der Naht. Verriegle am Anfang und nähe hier einmal komplett rüber bis zum anderen Kragenende. Macht das ruhig langsam. Ihr wollt genau in dieser Nahttiefe nähen. Nicht auf den Kragen kommen und auch nicht hier in dem Rückteil oder Vorderteil nähen, sondern genau in dieser Nahtlinie. Genau, deswegen nehmt euch dafür gerne Zeit. Und fühlt auch immer mal mit den Fingern von unten oder guckt mal drunter, ob eure Nadeln da auch noch stecken, denn ihr möchtet auf jeden Fall diese Lage, die ihr zuvor innen befestigt habt, treffen. Super, dann können wir jetzt als nächstes einmal die Knopflöcher und Knöpfe positionieren. Markiert euch dazu bitte einmal die Position von eurem Schnittteil, dem Vorderteil, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann können wir einmal anfangen mit den Knopflöchern. Die sind hier auf der linken Seite, also wenn man es anhat, auf der rechten Seite. Ihr seht hier schon meine pinken Markierungen und ich werde jetzt einmal den Knopfloch-Nähfuß anbringen. Ich wähle dann außerdem hier ein Knopfloch auf meiner Nähmaschine aus, und zwar eins mit Auge. Das sieht dann so aus. Und ich habe auch meinen Knopf in dem Knopfloch-Nähfuß eingespannt. Wenn ihr dazu noch irgendwie Fragen haben solltet, dann guckt auf jeden Fall in eure Anleitung, denn bei jeder Nähmaschine ist das etwas anders. So wird das jetzt gleich bei mir aussehen. Ich habe also oben das Auge positioniert, also zur Oberseite, zum Kragen hin. Dort befinden sich die Augen. Falls ihr keine Nähmaschine mit einer Knopflochfunktion habt, dann wählt auch super gerne einfach große Druckknöpfe. Die können auch total cool aussehen, wie wir zum Beispiel auch bei unserem Nelly-Code benutzen. Auch total modern und cool, also gar kein Muss, hier einen Knopfloch zu nähen. Ich mache es jetzt aber einmal vor, wie es bei mir funktioniert. Vielleicht ist es bei euch ganz ähnlich. Ich positioniere mir jetzt einmal meine Markierung, die pinke, genau bei dem Pfeil auf meinem Knopfloch-Nähfuß und nähe jetzt quasi in Richtung von unten, von dem Saum. Und alles funktioniert automatisch. Ich habe ja den Knopf eingespannt, dadurch erkennt dieser Knopfloch-Nähfuß auch genau, welche Größe er jetzt nähen muss. Und ich muss nichts weiter machen, sondern lasse das hier alles komplett von sich aus alleine sticken. Das funktioniert bei mir sehr gut und da bin ich auch sehr froh drum. Dann versäubert sich das hier am Ende noch einmal. Ich schneide das Ganze nur noch ab, hebe meinen Nähfuß an und fertig ist das Knopfloch. Und die werde ich jetzt überall dort fertigen, wo ich die Markierung habe. Also einmal bei meiner ganzen vorderen Knopflochleiste, als auch bei meinen Taschenklappen.
Was ich dann noch tun muss, ist, die Knopflöcher einmal aufzuschneiden. Dann nehme ich mir so meine kleine Stickschere dazu, gehe hier also in die Mitte von meinem Knopfloch und schneide nicht in das Gestickte ein, sondern wirklich nur in den Stoff dazwischen, bis oben hin zu meinem Auge. Und dann war es das auch schon. Das Knopfloch ist fertig. Das könnt ihr jetzt mit allen einmal machen. Dann nehmen wir noch die Knöpfe an und um da einmal auf der sicheren Seite zu sein, könnt ihr auch einmal überprüfen, ob die Positionierung, die ihr euch gemacht habt, genau an der richtigen Stelle sind, indem ihr einmal durch das Auge einstecht und genau dort sollte dann euer Knopf auf der anderen Seite sitzen. Also der wird genau hier angenäht, auf der, wenn man ihn trägt, linken Seite, schön mittig dazwischen eurer Naht, die ihr da habt, und der vorderen Kante. Ihr nehmt euch jetzt die Knöpfe dazu. Wir haben hier ganz tolle, hochwertige Holzknöpfe. Die sind richtig schön, ganz weich und ganz edel sehen die aus. Und haben eben zwei Augen, die wir jetzt einmal annähen. Ich habe jetzt meine Handnähnadel einmal eingefädelt mit meinem Garn, mache in das Fadenende einen Knoten und schneide den Faden dahinter einmal ab. Zack, alles vorbereitet. Und dann zeige ich euch jetzt einmal, wie ihr diesen Knopf am besten annäht. Dort, wo eure Stecknadel steckt oder eure Markierung ist, geht ihr einmal auf der Stelle durch den Stoff, nur so ein paar Millimeter weit, bis der Knoten euch stoppt. Näht dann einmal auf der Stelle. Geht dann mit der Nadel durch die Schlaufe, die da entsteht. Habt den Faden jetzt also einmal festgenäht. Zack. Dann nehmt ihr euch den Knopf dazu, geht durch das eine Auge von unten nach oben und dann durch das andere von oben nach unten durch. Näht wieder auf der Stelle im Stoff. Ihr könnt auch bis auf die andere Seite nähen, das ist gar kein Problem. Geht dann hier immer wieder ein paar Mal durch, immer von unten nach oben und dann auf der anderen Seite von oben nach unten. Wieder durch den Stoff, macht das ein paar Mal, bis ihr das Gefühl habt, okay, jetzt sitzt das Ganze ganz fest. Lasst auch zwischen Knopf und Stoff ein paar Millimeter Spielraum. Denn da muss ja noch die Breite oder Dicke von dem anderen Stoff, des anderen Vorderteils, durch das Knopfloch, durchpassen. Dann könnt ihr hier unten einmal auf der Stelle nähen wieder, geht hier mit der Nadel wieder durch die Schlaufe, macht das Ganze ein paar Mal, bis das Ganze dann fest gesichert ist. Und dann könnt ihr den Faden einmal abschneiden, direkt dort. Der Knopf ist angenäht. Und jetzt könnt ihr noch einmal bitte alle restlichen Knöpfe annähen, also in der vorderen Knopflochleiste und auch bei den Taschen. Dann sieht das Ganze also so aus. Alle Knöpfe und Knopflöcher sind da. Wunderschön geworden und wenn ihr möchtet, dann näht auch jetzt in der hinteren Mitte noch das Stoffetikett ein. Das war's auch schon. Mein Olivia-Coat ist fertig. Ich habe dazu noch einen passenden Mimi-Skirt gemacht. Schaut euch das Tutorial doch gerne auch noch an und kauft euch euer Schnittmuster dazu. Ich finde es eine mega coole Kombi. Kann man super gut im Alltag tragen, zum Beispiel irgendwie noch mit so höheren Stiefeln. Und ja, dann ist man ready to go. Ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames Nähen oder Stricken oder generell eine andere Technik, was auch immer ihr mit uns ausprobieren möchtet. Und genau, ich hoffe, es geht euch gut. Fühlt euch gedrückt und bis bald. Mua.